Wir treffen uns heute wieder zum Creative Coffee im Café Plüsch. Unser heutiges Thema Game Design. Neben mir sitzt Philomena Schwab vom Entwicklerstudio Strayfont. Philomena, eure Games Nisch und Nimbatus sind ja beides Computerspiele. Jetzt in Zeiten von Mobile. Gibt es überhaupt noch so viele Leute, die auf Desktop gamen? Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. 2019 war es so, dass immer noch 25% der Leute auf dem Computer spielen. Das ist eigentlich recht stabil seit den letzten 5 Jahren, aber stimmt, Mobile wird immer grösser. Nisch ist ja seit 2017 auf dem Markt und ist irgendwie über 200'000 Mal verkauft worden. Welche Kriterien müssen stimmen, damit das Game raussticht unter all diesen vielen neuen Games? Ja, auf dieser Plattform, wo wir es verkaufen, kommen in der Woche über 200 neue Games raus. Das ist recht schwierig zum rausstehen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, erstens mal muss es ein gutes Game sein, was auch immer das genau heisst. Dass es Spass macht, dass es ein spezielles Thema hat. Genau, oder auch halt auch, dass es nicht so viele Spiele von dieser Art gibt. Also wenn man ein Spiel über Populationsgenetik spielt, hat man nicht so viel Auswahl. Und ja, halt auch, dass man sein Marketing einigermaßen gut ankriegt. Ja, und wie finanzieren die Games und eure Arbeit an denen? Am Anfang haben wir gratis geschafft, das war das Hobby gewesen, am Wochenende und am Abend. Und nachdem das erste Game dann rausgekommen ist, haben wir dann angefangen, uns von seinen Verkäufen genug zu zahlen eigentlich. Du kümmerst dich ja auch hauptsächlich um die Vermarktung von diesen Spielen. Was ist da die Hauptaufgabe? Was machst du da genau? Ja, ich glaube, es hat in gewissen Bereichen sehr Ähnlichkeit mit anderen Produktmarketing. Also man macht auch viel Social Media und so weiter. Was, glaube ich, speziell ist bei den Games, ist YouTuber und Twitch-Marketing. Das heisst, man möchte eigentlich, dass Leute das Game spielen und anderen Leute ihnen dabei zuschauen. Und wenn es dann Leute gibt, die oft solche Spiele spielen, die ähnlich sind wie uns, das haben sie halt völlig die Zielgruppe angesammelt. Und das ist für uns mega wertvoll. Und auch Twitch, das ist eigentlich das Gleiche, einfach, dass Leute live spielen. Und das passiert mit den beiden Games von euch? Also das wird auf Twitch spielen, die Leute? Ja, genau. Also man muss sich auch immer ein bisschen Mühe geben. Wir suchen dann immer Leute raussuchen, die möglichst gut passen. Und wir suchen auch Leute, die unsere Games mal gespielt haben, geben wir dann immer so kleine Geschenke, ein paar Versionen vom Game, die sie dann ihren Zuschauern können verschenken können und so weiter. Okay. Und Social Media sonst generell nutzen die nicht, brauchen die ja nicht so viel das? Oder? Mal, also alles. Facebook, Twitter, Instagram, quer durchs Band durch, aber auch viel Guerilla-Marketing-Sachen. Und du bist auch noch viel an Kongressen unterwegs, oder? So ein Netzwerk ist auch noch relativ wichtig. Genau, ja. Also vor allem am Anfang des Spiels ist es mega wertvoll, wenn man es an Events geht, ausstellen kann. Weil einerseits hat man dann mal erste Leute, die damit in Kontakt kommen und man kann den Newsletter aufbauen, aber man kann auch gerade noch Feedback sammeln. Eben, ihr macht selber die Vermarktung. Warum arbeitet ihr nicht mit einem Publisher zusammen? Ja, es ist immer mal wieder eine Option. Für die asiatischen Regionen arbeiten wir auch mit einem Publisher, weil ich habe kein Chinesisch und ist wirklich noch schwierig. Aber jetzt gerade, also uns macht es auch Spass, gerade so in Europa und in Amerika, selber uns das Marketing machen. Und wir probieren auch eigentlich in der Schweizer Game-Industrie mitzuhelfen und das aufzubauen. Dann ist es halt schade, weil es in der Schweiz keinen Publisher gibt, wenn dann gerade die Hälfte vom Geld ins Ausland fließt. Jetzt habt ihr ja ein aktuelles Projekt, das Nioma heisst. Um was geht es bei dem Game? Genau, das ist auch wieder ein Simulationsspiel. Wir machen eigentlich immer Spiele, wo in irgendeiner Form eine Welt simuliert wird. Das Mal ist es jetzt eine Gruppe von Menschen, die auf dem Rücken von einem grossen Tier, das in der Gegend rumläuft, eigentlich eine Siedlung bauen muss. Und es geht so ein bisschen um das Thema Ökologie und Symbiose. Okay, du hast uns ja den Prototyp mitgebracht. Können wir mal reinschauen? Ja, machen wir. Mhm. Genau, machen wir im Moment eigentlich zwei Prototypen. Das ist einerseits der visuelle Prototyp. Das sind meine zwei Teamkollegen aus dem Art-Team, die das machen, wo es darum geht, was für Farben sind das, wie sehen die Gegenstände aus, wie ist die Kamera, was für eine Art Animation ist das denn. Zum Beispiel da haben wir jetzt probiert, mit so einem Kipp-Effekt zu arbeiten, dass man doch so mega rein kann. Aber wenn man genug draußen ist, dass man den Überblick hat zum Bauen, dass einem nichts in den Weg ist. Das ist so ein bisschen die Herausforderung bei diesem Game. Und meine Aufgabe ist eigentlich mehr Game Design. Das sieht dann so aus. Weniger schön. Da geht es darum, möglichst schnell und einfach herauszufinden, wie funktioniert das Spiel, was sind das für Game-Mechaniken, die da zum Zug kommen. Genau so. Ja, genau. Kannst du mal das Game Design erklären? Es ist eigentlich, was macht der Spieler? Was hat das für einen Effekt? Also da geht es jetzt zum Beispiel darum, dass man eben die Gruppe von Menschen hat und einerseits muss man die ernähren und andererseits muss man aber auch dafür sorgen, dass es dem Tier genug gut geht und dass man auch noch das Tier zusätzlich füttern kann. Und dann geht es eigentlich darum, wie macht man eine interessante Mischung von, dass ich mich um meine Menschen kümmere, aber auch, dass ich mich um das Tier kümmere. Das ist eigentlich ein bisschen wie ein riesiges Tamagotchi. So ein bisschen. Und dann geht es halt darum, was macht am Spieler Spass nach einer Minute? Ist er immer noch interessiert
nach 5 Minuten, wie macht man es, dass er die Sachen versteht und so weiter. Genau. Und wie gehst du vor bei diesem Prozess? Also, wie kommen wir auf die Idee, wie probieren die Sachen aus? Das ist immer sehr unterschiedlich. Also da sind wir jetzt zum Beispiel mehr vom Thema und vom Setting her gekommen. Wir haben Symbiose haben wir ein interessantes Thema gefunden und das Setting haben wir spannend gefunden mit dem Tier und mit diesem Menschen und dem Tier. Aber man kann auch zum Beispiel völlig von der Game Design richtig herkommen, dass man sagt, oh, wenn man das und das macht und so, dann macht das nur Spass. Was nehmen wir jetzt für das Thema für das? Und welche Zielgruppe sprechen wir jetzt mit dem Game an? Es ist immer sehr schwierig, so im Vorhinein genau zu wissen. Beim ersten Game waren es vor allem Frauen und Mädchen, so 14 bis 35. Im zweiten Game waren es vor allem Teenager-Buben und junge Männer. Und jetzt hoffen wir, dass wir eine gemischte Zielgruppe haben. Das Setting ist eigentlich mehr typischer, also nein, ich sage jetzt mal das Genre mit so Strategieaufbausachen, ist eigentlich oft mehr mannenfokussiert. Aber das Setting ist doch auch, glaube, weil es auch ein Tier hat, ein Lebewesen hat, denke ich, sprechen wir auch Frauen damit. Ich glaube, das mal wird es eine recht bunte Mischung von Leuten, die spielen. Und du hast am Anfang gesagt, Mobile kommt ja, oder? Also ist das, wird entwickelt das als Mobile-Game oder auch? Nein, zuerst mal wieder Desktop, aber wir fangen jetzt schon langsam mehr an, denken, ja, könnte es auch auf Mobile, ja, könnte es auch auf Konsolen funktionieren, was wir bei den ersten zwei Games eigentlich nicht gemacht haben. Und wie geht es jetzt weiter? Wann kommt das Game raus? Was ist da für ein Zeitplan? Wir brauchen damit etwa 3 Jahre, bis wir fertig sind von der Idee bis zum fertigen Game. Das ist eigentlich recht ähnlich wie so eine Filmproduktion, auch von den Kosten her. Und wir machen immer einen Kickstarter, wenn wir das Spiel machen. Kickstarter für das Game ist jetzt wahrscheinlich Ende Jahr irgendwann. Muss es dann mal darum gehen, zu schauen, gibt es überhaupt irgendjemanden, der das interessiert und können wir mal ein bisschen Fundraising machen für das. Also dann vielleicht 2021 oder so könnte das rauskommen, wenn... Vielleicht die erste Version 2021, ja. Dann sind wir gespannt. Danke vielmals für deinen Besuch, Philomena. Schön, dass du da warst.